So, es geht doch, oder? Ton passt. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, Kolleginnen und Kollegen, politischer Streik in Europa der Krise bedeutet natürlich, dass man sich im ersten Teil mit der Krise in Europa auch beschäftigen muss, um zu verstehen, dass vielleicht die Zunahme von politischen Streiks damit auch was zu tun hat, die wir zurzeit erleben. Ich möchte mich recht herzlich bedanken bei den Veranstaltern für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Ich nehme Sie sehr gerne wahr, weil das Thema politischer Streik mich natürlich als auch nicht mehr ganz so frischen Gewerkschafter schon beschäftigt hat, als ich noch relativ jung war. Wir haben das dann immer gefordert und haben gedacht, wenn wir die Streikrecht ändern, dann findet der auch statt, der politische Streik. Ich bin davon überzeugt, dass dazu mehr gehört, als nur das Recht zu verändern, sondern dass wir da vielleicht auch noch die ein oder andere Vorbereitung machen müssen, dass es dann auch so weit kommt. Trotzdem ist es natürlich ein spannendes Thema und es ist auch richtig, dass wir das Recht in dieser Frage, was die Bundesrepublik Deutschland angeht, in den Mittelpunkt unserer Betrachtung stellen, weil es tatsächlich notwendig ist, dort einiges zurechtzurücken, was im Laufe der Geschichte der Bundesrepublik falsch gelaufen ist. Für meine Partei, glaube ich, dürfte klar sein, es ist eine zentrale Forderung der Linken, das Recht auf politischen Streik in einer Weise in der Bundesrepublik Deutschland zu verankern, dass daran nicht mehr gerüttelt werden kann. Das ist ein ganz zentraler Punkt der Linken, der aus meiner Sicht auch sehr, sehr wichtig ist. Und für diese Konferenz, glaube ich, ist besonders wichtig, dass tatsächlich der Erfahrungsaustausch stattfindet zwischen den einzelnen Ländern, weil, das zeigt schon ein Blick auf die verschiedenen Publikationen, auf die ich auch hinweisen möchte, die draußen ausliegen zum politischen Streik, der Schwerpunkt, das wurde auch dort deutlich in dem, was wir gehört haben, der Schwerpunkt eben in Südeuropa liegt und nicht in der Bundesrepublik Deutschland. Das liegt nicht nur daran, dass dort die Rechtslage anders ist. Ich denke, es liegt auch ein bisschen an der politischen Kultur, die wir dort haben. Zu Beginn einige Bemerkungen zum Europa in der Krise. Ich denke, bei diesem Projekt des gemeinsamen Europas hatten viele die Hoffnung, und so wurde es ja auch propagiert, dass mit dem gemeinsamen Europa ein Aufschwung verbunden wäre, eine Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bürgerinnen und Bürger in Europa. Das war die eigentliche Idee, die auch dazu geführt hat, dass wir, auch wenn wir als Linke immer sehr kritisch mit der Europäischen Union umgehen, dass insgesamt doch eine breite Zustimmung für dieses gemeinsame Europa, auch in der Bundesrepublik Deutschland, aber auch in anderen Ländern, mit diesem Projekt verbunden war. Das betrifft jetzt nicht die Verträge von Lissabon, sondern es betrifft jetzt erstmal dieses Projekt. So, und jetzt müssen wir einfach feststellen, dass wir im Jahre 2012 eine vollkommen andere Entwicklung in Europa haben, als die, die eigentlich mit diesem Projekt in den Köpfen der Bürgerinnen und Bürger verbunden war. In der Folge der Finanzkrise, das ist mein zentraler Punkt, in der Folge dieser Finanzkrise wird eine prinzipielle Änderung der Verteilungsverhältnisse in Europa versucht. Und teilweise gelingt sie auch schon. Mein Eindruck ist, dass die Finanzeliten Europas die Verteilung neu regeln wollen. Und zwar in der Weise, dass die Frage, wer bezahlt eigentlich die Krise, in deren Folge sich ja die Staaten massenhaft verschuldet haben. Wer bezahlt also diese Krise? Wer bezahlt die hohen Zinsen, die der Finanzsektor nach wie vor letztendlich den Bürgerinnen und Bürgern Europas aus der Nase zieht? Wer bezahlt die Rechnung, die dort aufgemacht wurde? Und die Antwort der Wirtschaftseliten auf diese Frage ist ganz einfach. Das sollen die Bürgerinnen und Bürger Europas bezahlen. Der Mechanismus, glaube ich, ist klar, ist auch heute unser Thema, das läuft über die EZB, die billigste Kredite an die Banken vergibt und die Banken geben sie dann zu teuren Zinsen an die Bürger oder an die Staaten weitergeben. Aber welche Konsequenz hat dieser Ansatz der Finanzeliten, diese Umverteilung durchzusetzen, die Verteilungsfrage neu zu regeln? Griechenland, Eltern holen ihre Kinder nicht mehr von den Kindergärten ab, weil sie sie nicht mehr ernähren können. Das ist jetzt alles nicht irgendwie so kurz mal aus dem Kopf, sondern es ist das, was man inzwischen in der bürgerlichen Presse nachlesen kann. Erinnert an Artikel 20. Februar, Süddeutsche Zeitung. All diese Punkte sehr deutlich aufgelistet worden. Also nicht nur aufgrund der Tatsache, dass man mal hinfährt und das erlebt und dann sieht, sondern das ist inzwischen, glaube ich, doch ein Punkt, der sich durchgesetzt hat, wie die Verhältnisse in Südeuropa sind.
Wir haben die Situation, dass in Krankenhäusern inzwischen Operationen nicht mehr in dem Maße durchgeführt werden, wie sie durchgeführt werden sollten, weil die Handschuhe fehlen und die Spritzen, die notwendig sind, um solche Operationen zu machen. Wir haben einen Erlass des Bildungsministeriums in Griechenland, in dem die Lehrer aufgefordert werden, doch bitte die Schüler zu melden, die im Nachmittagsunterricht umkippen, weil sie unterernährt sind. Und die sollen dann gemeldet werden, damit man für die ein besonderes Essen organisiert. Wir haben eine Rentenkürzung, wir haben Absenkung des Mindestlohns, wir haben Massenentlassung und wir wissen, dass die Krise sich permanent verschärft. Wir haben in Spanien eine Aufweichung des Kündigungsschutzes. Löhne können willkürlich an Tarifverträgen vorbei gesenkt werden, das heißt, das Tarifvertragssystem wird ausgehebelt. Wir haben eine Heraufsetzung des Rentenalters, wir haben Kostenbeteiligung bei Medikamenten, wir haben Sparen im Bildungsbereich. Die Spanier, insbesondere auch die Jungen, wehren sich ja auch gegen das, was ihnen da zugemutet wird. Ähnlich in Italien. Tarifverträge müssen nicht mehr eingehalten werden, der Kündigungsschutz soll gelockert werden, das Rentenalter soll raufgesetzt werden. In Portugal ähnlich, Feiertage werden gestrichen, Gehalts- und Lohnkürzungen sind an der Tagesordnung und in der Bundesrepublik Deutschland gehe ich einfach in dem Zusammenhang auf einen anderen Punkt ein, nämlich auf die Frage, kommt gerade auch aus dem Wahlkampf, den wir hatten, Kommunalwahlkampf in Thüringen, dass wir inzwischen aufgrund der Schuldenbremse, die ja damit zusammenhängt, die Tatsache haben, dass die Gemeinden immer mehr verschulden, dass die Städte immer weniger in der Lage sind, die Grundversorgung der Bürgerinnen und Bürger aufrechtzuerhalten. Da werden Schwimmbäder geschlossen, da werden Schulen nicht mehr renoviert, da haben wir Zustände, die wir eigentlich wirklich zu überwinden dachten. Wir haben die Situation, dass ein riesen Investitionsstau in den Krankenhäusern vorhanden ist und letztendlich immer mehr auch die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger gefährdet ist. Wir haben bei uns eine Heraufsetzung des Rentenalters. Die Kommunen werden gezwungen oder sollen gezwungen werden, ihren Tafelsilber zu verkaufen. Die Debatte um die Privatisierung ist bekannt. Welches Fazit ziehe ich aus dieser Situation? Wir haben es mit einer Zerschlagung des europäischen Sozialstaatsmodells zu tun. Ich meine das ganz so, wie ich sage. Da wird nicht mehr ein bisschen geschraubt. So machen wir mal eine Stunde längere Arbeitszeit. Oder machen wir mal so ein bisschen mal Renten-Nullrunden oder so. Sondern es wird die Zerschlagung des europäischen Sozialstaatsmodells gegenwärtig durchgesetzt. Und das Zweite betrifft uns hier jetzt nur nebenbei im Zusammenhang, aber es ist deutlich zu sagen, wir haben es damit zu tun, dass natürlich die Demokratie in Europa, wesentliche Elemente dieser Demokratie, geschliffen werden soll. Wenn wir wissen, dass in Italien und in Griechenland inzwischen Ministerpräsidenten an der Macht sind, die nie von den Bürgern zur Wahl gestanden sind. Die haben nie kandidiert. Die regieren aber dieses Land und sind alle aus dem Bankensektor. Und wenn ich weiß, dass ich vor kurzem bei der Kanzlerin saß, da ging es um die nächste Runde für Griechenland und dann auf die Frage von Seehofer an die Kanzlerin, was denn passiert, wenn sich die Griechen nicht an die Abmachungen halten und dieses Zerschlagungsmodell des Sozialstaats wirklich durchsetzen, was sie versprochen haben. Was wir denn dann machen als Bundesrepublik, wenn wir schon gezahlt haben? Dann sagt Schäuble ganz trocken, die müssen eigentlich die Wahlen verschieben, es geht gar nicht, dass die jetzt wählen. Und ihr erinnert euch, was los war, als der damalige Ministerpräsident, der dann auch nicht mehr lang Ministerpräsident war, vor einem Jahr die Frage in den Raum stand, dass doch eine Volksabstimmung sein müsste gegen diese Sparpläne, die er durchsetzen muss. Und schon ist ein Aufschrei in ganz Europa gewesen, welch Unfug, das kann doch nicht sein, dass die Bürger diese Frage entscheiden können, ob gespart wird oder nicht. Das sind alles Indizien, die zeigen, es geht auch wirklich um die Schleifen der Demokratie. Selbst um die ganz normale bürgerliche Demokratie. Das ist aus meiner Sicht wichtig, wenn man die Zusammenhänge mit Generalstreik und politischem Streik diskutiert. Die Frage ist also, was tun wir, die Linke, und da meine ich jetzt mal die Linke in ganz Europa. Was machen wir in Italien, was machen wir in Griechenland, in Spanien, und dann ist es notwendig, sich die politische Landschaft anzugucken. Ich sage jetzt unsere zum Schluss, aber ich nehme erstmal Italien. Total zersplittert. Kaum mit politischem Einfluss. Dann gibt es den ein oder anderen Lichtblick, der sich dann bei genauerem Hinsehen vielleicht gar nicht als so Licht erweist. Ich mache jetzt keine Namen, aber wir wissen, dort ist die Linke kaum in der Lage,
dem was entgegenzusetzen, was wir hier gerade skizziert haben. Übrigens, wenn ich die Situation in Griechenland analysiere und weiß, dass die Linke dort inzwischen, wenn ich es richtig sehe, wenn es nicht schon wieder eine neue gibt, mindestens 4 Parteien hat, von der sich eine überhaupt weigert, überhaupt mit den anderen zu reden, das ist die KP in Griechenland, dann weiß ich natürlich, dass ein gemeinsamer Widerstand gegen diese Politik auch in Griechenland von der politischen Linken gegenwärtig jedenfalls wirksam kaum entfaltet werden kann. Ich habe übrigens noch einen Versuch unternommen, indem ich mit Pierre Laurent, dem Vorsitzenden der Europäischen Linkspartei, gesprochen habe und gesagt, Pierre, fahr hin, red mit denen, ob da irgendwas zusammen geht. Er hat schon gesagt, es ist aussichtslos, bevor er gefahren ist, also in der Kammer, und er hat gesagt, es war aussichtslos. Jetzt können wir nach Spanien, nach Portugal, wir haben überall die Situation, ich mache es mal kurz. Übrigens auch in der Bundesrepublik, Deutschland, dass wir trotz unserer 12% im Bundestag und unserer 7-8%, die wir dort in der Prognose haben, ja als politische Linke nicht in der Lage sind, diese Verhältnisse prinzipiell aufzuhalten. Oder glaubt es einer? Nach dem Motto, unsere schärfste Waffe, eine Presseerklärung oder wie? Ja, das ist eigentlich erschütternd, diese Diagnose. Weil sie heißt, dass wir trotz einer Stärkung der europäischen linken Kräfte, ich gehe jetzt von der Parteipolitik aus, nicht in der Lage sind, das aufzuhalten. Selbst in Frankreich, wo ich mich wirklich total darüber freue, dass mit Mélenchon nun es wirklich gelungen ist, ein Ergebnis bei der ersten Wahl zu erzielen, das Präsidentschaftswahl zu erzielen, das vor kurzem keiner erwartet hat. Allerdings auch ein dramatisches Ansteigen der Rechten verbunden ist, ne? Bei all dieser Entwicklung, darf man das nicht vergessen. So, also die politische Linke ist nicht in der Lage, das in irgendeiner Weise zu wuppen. Deshalb bin ich manchmal ein bisschen zurückhaltend bei der ein oder anderen Erklärung, die ich dann so lese. Wir werden das aufhalten, wir werden das verhindern und dann merke ich immer, oje, oje, wie machen wir das denn? Und damit wären wir leider auch unglaubwürdig bei vielen, die dann sagen, ja, die Linke macht es und dann macht sie es nicht, weil sie es gar nicht kann. Welche Konsequenz zieht man daraus? Die erste Konsequenz, die wir daraus ziehen müssen als politische Linke in ganz Europa, aber vor allen Dingen auch in der Bundesrepublik ist, ohne Bündnisse sind wir nicht im geringsten in der Lage, dem wirklich wirksam was entgegenzusetzen. Und die als Bündnispartner dort in Frage kämen und kommen, sind aus meiner Sicht natürlich die, die außerparlamentarische Kämpfe organisieren können, weil nur mit außerparlamentarischem Kampf, mit wirklich Bewegungen, die auf der Straße stattfinden, ich mag es in der Form noch ganz allgemein, ist es überhaupt möglich, ansatzweise dem was entgegenzusetzen. Da muss man ja, das werden wir ja hier noch diskutieren heute Nachmittag, auch immer noch über die Wirksamkeit diskutieren, was denn nun die Ergebnisse waren, dessen, was wir gemacht haben. Aber das ist, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis, dass es nur im Bündnis geht und nie alleine, wenn wir das aufhalten wollen. Zerschlagung des Sozialstaats und Schleifen der Demokratie. So. Der politische Streik ist in diesem Zusammenhang ein Mittel. Und jetzt muss ich nochmal vielleicht so einen Begriff nochmal sagen. Ich verwende immer den Begriff des politischen Streiks in der Bundesrepublik. Ich verwende in der Bundesrepublik schlicht den Begriff Generalstreik kaum. Und ich werde ja dann nochmal sagen zu Schwein, ich habe natürlich auch politische Streiks organisiert. Ja, ich habe nichts auf Generalstreik. Warum? Weil ich dann die Niederlage vorprogrammiert hätte. Generalstreik heißt ja nicht, dass der General streikt und die Truppen zu Hause bleiben. Sondern Generalstreik heißt ja, dass alle streiken. Aber ich wusste genau, selbst ob ich die versucht habe zu organisieren, dass da nicht alle mitmachen. Aber ich habe gewusst, dass viele mitmachen. Wenn ich gesagt hätte, Generalstreik, hätten die alle aufgezählt, die nicht rausgegangen wären. Das Finanzamt, die Steuerbeamten und so weiter. Beim politischen Streik sind die gezählt worden, die mitmachen. Also ist aus meiner Sicht in der Bundesrepublik der Begriff politischer Streik der adäquate. Und den sollten wir dann, also ich werde dann im weiteren Verlauf den auch verwenden. So, jetzt haben wir die Tatsache, dass tatsächlich gegen diese Politik in Europa zunehmend Widerstand stattfindet. Und zwar Widerstand, der, wie gesagt, nicht nur auf der Ebene der Parteien stattfindet, sondern der tatsächlich auf der Straße stattfindet. Die Streiks sind erwähnt worden, die inzwischen ja massenhaft zunehmen, wirklich zunehmen. Der politische Streik ist also immer mehr ein Mittel, mit dem die Menschen versuchen, sich dagegen zu wehren. Das Entscheidende ist, dass damit Regierungsentscheidungen versucht werden zu korrigieren. Das ist der wesentliche Punkt, den man bei dem politischen Streik sozusagen als Klammer finden gegen wird. Und jetzt möchte ich auf den ein oder anderen Punkt, wo es einfach Unterschiede
gibt, die wir, glaube ich, auch nochmal diskutieren sollten, die wir berücksichtigen müssen. Ich habe mich sehr gefreut, dass in Frankreich vor einigen Jahren der Kündigungsschutz nur für die unter 25-Jährigen verschlechtert werden sollte. Nur für die unter 25-Jährigen. Und dieses Gesetz schon in Kraft war, hat mit mehrmaligen Aktionen in Frankreich die Gesellschaft, die Menschen, die das gemacht haben, die sich beteiligt haben, dazu beigetragen, dass dieses Gesetz nie in Kraft getreten ist. Es ist nicht gelungen, durchzusetzen, dass den Jungen das der Kündigungsschutz in der Weise verschlechtert wurde. Bei uns in der Bundesrepublik haben wir den Kündigungsschutz nun massiv geschliffen. Und wir haben, auf das möchte ich einfach hinweisen, schlichtweg da eine andere Kultur. Bei uns ist das Streikrecht in einer Weise verrechtlicht, dass viele tatsächlich glauben, sie dürften das gar nicht tun. Und andererseits, aus dem, dass sie glauben, sie dürften es nicht tun, auch die Gewerkschaften das irgendwann dann gar nicht mehr probieren. Und das Schlimme ist dann, dass die Gewerkschaften daraus eine Tugend machen und sagen, wir wollen das auch gar nicht mehr. Und da müssen wir aus meiner Sicht ansetzen. Also da müssen wir ansetzen, wir als Linke auch innerhalb der Gewerkschaftsbewegung. Und ich sehe da eine ganze Reihe von durchaus positiven Entwicklungen. Ich will nur eine erwähnen. Wenn selbst der DGB Bayern in seiner Landesbezirkskonferenz einen politischen Streit beschließt, ist das ein großes politisches Signal. Haben viele dafür gekämpft bei der letzten Landesbezirkskonferenz, dass das so passiert ist. Dass inzwischen beim Verdi ganz offen darüber diskutiert wird, dass bei der IGBAU über diese Frage anders diskutiert wird. Das alles ist ein Erfolg. Erstmal auf der Ebene, was tut sich innerhalb der Gewerkschaft. Ich wollte an der Stelle einfach aufmerksam machen, dass es tatsächlich eine unterschiedliche Tradition ist und dass wir nicht glauben, der Blick nach Frankreich löst bei uns schon die Probleme, sondern die unterschiedliche Tradition, die in der Bundesrepublik durch diese Verrechtlichung des Streikrechts kommt, ich werde noch zwei, drei Sätze dazu sagen, hat dazu geführt, dass einesteils die Gewerkschaften in ihrer Führung, in ihrer Struktur, andererseits aber auch die Mitgliedschaft nicht unbedingt die sind, die jeden Tag an der Tür kratzen und sagen, lasst uns mal politisch streiken. Und dort, wo ich die Streiks versucht habe zu organisieren, in meiner Region, wo ich damals Verantwortung hatte, war das auch nicht so, dass ich gesagt habe, lasst uns mal. Da muss man das vorbereiten. Sonst klappt das überhaupt nicht. Es ist nicht so, dass der Druck so groß ist, dass die alle, es ist eher der Druck von uns groß, dass die das tun, aber nicht die, die es machen sollen, dass sie es auch tun. Das ist der Unterschied. Ja. Ich möchte an der Stelle nochmal sagen, was denn eigentlich jetzt die Klammer sein müsste für gemeinsame Aktionen in Europa, was eben auch politische Streikaktionen sein können. Ich bin mit diesen Punkten, mit meinen Parteiamtsbrüdern in Europa und Amtsschwestern im Gespräch. Und wir haben uns jetzt auf folgende Punkte auch im Prinzip verständigt. Die sind ganz einfach. Aber es sind, glaube ich, Punkte, die dazu führen könnten, dass solche Bündnisse zustande kommen mit anderen, weil sie alleine nicht hinkriegen. Und diese vier Punkte sind, die erste erkennt ihr, direkte Finanzierung der Staatsschulden über die EZB. Das ist aber eher ein Punkt, der jetzt, glaube ich, auch noch nicht so massenhaft mobilisierbar wäre. Aber die anderen drei Punkte sind mobilisierbar, und zwar in ganz Europa. Nirgends in Europa wollen wir akzeptieren, dass die Rente gekürzt werden, dass die Löhne gekürzt werden und dass Sozialabbau betrieben wird. Das sind drei Punkte. Sind ganz einfach. Aber wenn wir uns auf die drei Punkte in Europa verständigen und wenn deutlich wird, eine Linke, egal in welchem Land in Europa, wird gegen diese Sozialabbau, Rentenkürzung, Lohnkürzung, alles, was sie tun kann, in die Waagschale werfen, um dies zu verhindern. Natürlich nicht allein, sondern dann ist der nächste Schritt, dass wir mit Gewerkschaften, mit Sozialverbänden in die Debatte kommen müssen, dass gemeinsam in Europa eine solche Widerstandsbewegung gegen diese Dinge zustande kommt. Dies, glaube ich, ist der Kern, was man machen muss, aus meiner Sicht. So, die Situation in Deutschland, ich habe schon darauf hingewiesen, Arbeitsbeziehungen sind total verrechtlicht, der politische Streik wird als rechtswidrig betrachtet, Streiks sind eher in der Bundesrepublik negativ belegt bei den Bürgerinnen und Bürgern. Ergebnis ist, dass es nur zwei Länder, es war eine interessante Statistik, die ich da vor kurzem gelesen habe, es gibt nur zwei Länder, die noch weniger Streiktage haben als die Bundesrepublik. Das ist die Schweiz und der Vatikanstaat. Das ist dann schon bemerkenswert. Trotzdem, und das ist die andere Seite,
wurde natürlich, ich sage mal, bis vor 10, 12 Jahren war es so, dass in der Bundesrepublik, in Europa natürlich die höchsten Löhne gezahlt wurden. Eigentlich die Lage der abhängig Beschäftigten im Vergleich zu anderen in Europa nicht schlechter war, obwohl sie weniger gestreikt haben. Das wurde auch als Argument verwendet, dass das ja gar nicht so notwendig wäre, dass man das mit Verhandlungen alles hinkriegen würde. Dass also die Bereitschaft oder die Notwendigkeit, sich für die Interessen einzusetzen, auch durch Streiks, nicht nur durch politische, sondern durch gewerkschaftlich organisierte, dass das gar nicht so sozusagen das wichtige Element wäre, sondern das Wichtige sind Verhandlungsführer, die nächtelang in Streitereien erschöpft vor die Kameras treten und sagen, wir haben es geschafft. Das war das Bild, das entstanden ist. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass die Bereitschaft, selbst der Gewerkschaftsmitglieder, sich in Streiks zu organisieren, nicht immer so besonders hoch war. Und dann kam natürlich dazu, dass das Streikrecht total reglementiert war. Und dann gab es eben Umbrüche. Einmal Wegfall der Systemkonkurrenz, 98 eine rot-grüne Regierung mit Agenda und massiver Schwächung der Gewerkschaften und es gab die eigene Kastration, wie ich es immer nenne, der Gewerkschaften selber auch noch politisch auf das Streikrecht zu verzichten, indem man auch noch propagiert, dass man das gar nicht will. Ich glaube, mit diesen Umbrüchen hat sich allerdings auch die Situation in Deutschland dramatisch verändert. Wir sind das einzige Land in Europa, die drastische Lohnkürzungen hinnehmen muss. Und ich denke, dass das was mit der Frage des Streikrechts zu tun hat. Und auch mit der Frage der Praktizierung des Streiks. Die Zeit, dass man Tarifverhandlungen sozusagen nach der Wiener Methode führen konnte. Ruktur bisserl, Ruckier bisserl, fertig ist das Kompromissal. Das geht nicht mehr, liebe Genossen. Da kommt nichts mehr bei raus. Und das ist, glaube ich, das, auf was man sozusagen hinweisen muss. So, damit haben wir aber auch die Situation, dass wir darüber reden müssen, wie machen wir denn das jetzt in der Bundesrepublik Deutschland und wie gehen wir mit dieser Situation um, dieser veränderten Lage. Aus meiner Sicht, ich habe es vorher kurz erwähnt, ist es dringend notwendig, dass wir Linken auch die Frage um die rechtliche Auseinandersetzung des Streikrechts führen. Deswegen ist es richtig, dass meine Partei das fordert. Ich möchte übrigens darauf hinweisen, dass es natürlich auch politische Streiks in der Bundesrepublik gab, auch dort, wo ich selber beteiligt war. Und ich möchte deshalb kurz auf die Geschichte eingehen. Es gibt in der Bayerischen Verfassung einen Artikel, der lautet, ich zitiere jetzt fast wörtlich, jeder Bürger Bayerns hat das Recht, seine Meinung in Wort, Bild und Schrift frei zu äußern. Und dann kommt das Entscheidende, daran darf ihn auch kein Arbeitsvertrag hindern. Jeder Bürger Bayerns hat das Recht, seine Meinung in Wort und Schrift und Bild frei zu äußern. Daran darf ihn auch kein Arbeitsvertrag hindern. Das war übrigens immer unsere Legitimation, dass wir in Bayern dann einfach aufgerufen haben. Uns auf die Bayerische Verfassung berufen haben, die natürlich in der, wenn man das jetzt rein rechtlich betrachtet, hinter Bundesrecht zurücksteht und deshalb natürlich juristisch nicht besonders von großem Erfolg gekrönt wäre, wenn wir eine juristische Auseinandersetzung hätten. Aber ich sage auch, meine Erfahrung ist, dort wo man das dann macht und dort wo die Leute mitmachen, wo also sozusagen nicht das Motto herstellt, vor sie streiken, keiner geht hin, sondern wo die dann auch kommen, dann gibt es keine juristische Auseinandersetzung, auch nicht von den politischen Gegnern. Das ist die Erfahrung. Dort, wo wir uns trauen und uns vernünftig vorbereiten, dort klappt es auch und dort geht es auch. Wie gesagt, mit Berufung auf die Bayerische Verfassung war das immer sehr, sehr nett, vor allen Dingen, weil sie sich auch nicht getraut haben, was dagegen zu tun. Was waren die Punkte, die aus meiner Sicht jetzt in der Bundesrepublik Deutschland tatsächlich mobilisierungsfähig waren in der Vergangenheit und vielleicht auch in der Zukunft mobilisierungsfähig wären, wenn es um Streiks geht, jetzt müssen wir nochmal die Definition machen, die außerhalb von normalen Tarifauseinandersetzungen mit den Gewerkschaften stattfinden. Das ist ja die Abgrenzung. Nach der gegenwärtigen Rechtsauffassung ist es ja so, dass die Gewerkschaften nur dann zum Streik aufrufen dürfen, wenn es um die Erkämpfung eines Tarifvertrags geht. Das bedeutet, in der Umkehrung gibt es einen Tarifvertrag, sind die Gewerkschaften an die Friedenspflicht gebunden und dürfen deshalb auch nicht zu einem Streik aufrufen. Würden sie das tun, würden sie sich in die Gefahr begeben, schadensersatzpflichtig gemacht zu werden für das, was in den Betrieben an Produktionsausfall, an Gewinnausfall entsteht. So ist die Rechtsauffassung sozusagen in der Bundesrepublik Deutschland. Ja, und da ist natürlich
Deshalb schon rechtlich die Frage, wie können unter solchen Bedingungen Gewerkschaften zu einem politischen Streik aufrufen, ohne sich in die Gefahr zu begeben, dass sie tatsächlich dann schadenersatzpflichtig gemacht werden. Wir haben das immer dadurch umschifft, indem wir nicht zum Streik aufgerufen haben, sondern zum Protest während der Arbeitszeit. Ist faktisch dasselbe. Aber es hat einen anderen Titel, es war nicht der Streik. Aber es ist eine mögliche Umgehung des Rechtszustands der Bundesrepublik Deutschland, der im Übrigen funktioniert hat. Aus meiner Sicht, meine Damen und Herren, haben wir jetzt folgende Möglichkeiten des weiteren Agierens. Wir müssen erstens die rechtliche Auseinandersetzung führen. Das machen wir, meine Partei steht ja dafür, müssen andere davon überzeugen, dass das der richtige Weg ist, mitzumachen. Aber der zweite Punkt ist, wenn wir auch Streiks führen wollen, dann genützt es nichts, den politischen Streik zu fordern, sondern dann müssen wir die Inhalte in den Vordergrund stellen, die dazu beitragen, dass die Menschen dann auch den politischen Streik praktizieren wollen. Welche Inhalte können es sein? Das hängt jetzt wieder mit dem zusammen, was ich gerade über Europa gesagt habe. Das sind natürlich die Punkte, wo ich sage, wo gegenwärtig in Europa, aber vor allen Dingen auch in der Bundesrepublik Deutschland, massiv die Verhältnisse, die Verteilungsverhältnisse geändert werden sollen. Ich will nur auf einen Punkt hinweisen. Allein in den letzten 10 Jahren hat das Absenken der Lohnquote in der Bundesrepublik Deutschland dazu geführt, dass ca. 140 Milliarden Euro an Lohnsumme den abhängigen Beschäftigten in einem Jahr entzogen wurde. Allein im Jahr 2011. 140 Milliarden weniger Lohnsumme. Hätten wir noch die Lohnquote in der Bundesrepublik Deutschland des Jahres 2000, die war bei über 72%, hätten wir 140 Milliarden höhere Lohnsumme. Das ist ein wesentlicher Punkt. Der hängt damit zusammen, dass die Gesetze verändert wurden. Das hängt damit zusammen, dass die Steuern für die Unternehmen gesenkt wurden. Das hängt damit zusammen, dass wir Verhältnisse haben, mit denen diese Verteilung angeprangert werden muss. Und deshalb sage ich, ein zentraler Punkt für den politischen Streik ist aus meiner Sicht dort gegeben, wo die politischen und wirtschaftlichen Eliten des Landes eingreifen in diese Verteilungsverhältnisse zum Nachteil der Bürgerinnen und Bürger. Das betrifft den Lohn, das betrifft die Rente, das betrifft die Sozialleistungen und das betrifft aus meiner Sicht im Übrigen ein Punkt, der darüber hinausgeht, das ist die Friedenspolitik. Ich glaube, an diesen Fragen wäre es möglich, solche Punkte auch in Deutschland anzusprechen und solche politischen Streiks zu organisieren. Allerdings nur unter einer Voraussetzung, dass man es vorbereitet. Und dass es in Schweinfurt funktioniert hat, wo ich herkomme, hat damit zu tun, dass wir 2-3 Jahre konsequent in vielen Veranstaltungen, auf jeder Betriebsversammlung, auf jeder vertrauensvollen Veranstaltung, auf jeder öffentlichen Kundgebung, in vielen Gesprächen mit führenden Funktionären diese Dinge vorbereitet haben. Also ohne Vorbereitung, ohne Agitation, und zwar nicht nur der politischen Parteien, in dem Fall war ich ja als Gewerkschafter unterwegs, mit den Gewerkschaften zusammen, ohne diese Vorbereitung haben wir möglicherweise dann ein Streikrecht, auch das Recht auf politischen Streik, aber leider noch nicht die Beteiligung, die wir uns vorstellen. Um die geht es aber. Denn politischer Streik ist keine Theorie, sondern er muss Praxis sein. Ich danke euch fürs Zuhören.